Was bist du denn für eine Katze? Alter. Alter. Immer stark von aus, dass ich sowieso nirgendwo anders sehen kann. Gut, wirklich wunderschön sieht das hier aber auch nicht aus. Das sah anfangs ein bisschen... Naja, gut, aber... obwohl... Wenn es hier einen Tag-Nacht-Zyklus gibt, ist nachts hier mit Sicherheit mega gruselig. Ich geh mal weiter. Hier sind bestimmt Gegner. Da sehe ich auf jeden Fall Erz. Ah ne, eine Tafel sehe ich. Da ist eine Steintafel. Und darauf steht etwas geschrieben. Ne. Und ich dachte, ich muss die einfach nur mitnehmen. Aber hier sind überall... Alter, da wird doch bestimmt jetzt ein Boss kommen. Also, eine Art Boss. Ha! Ob Sid mit Tafeln das gemeint hat? Hier steht etwas geschrieben. Besiege deine Gegner. Oh, Entschuldigung. An. Warte kurz. Da wird dann bestimmt gleich Gegner kommen. Entschuldigung, muss so kurz was trinken, um den Pfad freizuschalten. Klingt wie eine komplizierte Formulierung für besiege einfach alles. Mit dem Unterschied, dass jetzt ein Gegner kommt. Achso, ich kann schon. Wo willst du hin, Mädel? Was ist das für ein Gegner? Gravitationsgegenstände gegen. Das tue ich schon die ganze Zeit, Mädel. Yeah. Einen schaffe ich noch. Glaub nicht. Oh, das ist aber schnell wieder aufgeladen. Das ist immer heftig. Hey. Wo ist er hin? Hä? Ich geh erst dann wieder runter. Boah. Das ist echt kompliziert, weil man mit zwei Sachen steuern kann. Einmal mit dem Controller, wenn man hin und her wackelt, und dann nochmal mit dem anderen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ah. Die Hände, sie haben sich bewegt. Und da ist eine neue Insel. Besiege deine Gegner? Ich lag wohl richtig, dass die Tafel mich auffordert, Nevi auszuschalten. Alles halte ich mich lieber an die Anweisung der Tafel. Nächste Tafel. Töte dich. Okay. Zeit diese Insel und noch mehr Erz zu suchen. Hä? Zeit die nächste Insel und noch mehr Erz. Wir brauchen noch keine nächste Insel. Steintafel und helfende Hände. Schließe die Herausforderung. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich bin doch nicht blöd. Oh, hier sind ja definitiv ein paar Ärzte. Gönnung. Weil ich ja. Naja, gut. Die Fliegedinger, die waren im ersten Teil, als sie das erste Mal kamen, war das schon heftig. Nichts für schwache Nerven. Ja, finde ich es gut, dass. Oh, ich kann die ja kaputt machen. Bringt mir das was? Scheint nicht so, aber ich tue es, weil ich es kann. Vielleicht bekommt man ja einen Erfolg, wenn ich alle kaputt mache. Alter, da unten ist ja auch noch was. Moment, kann ich die kaputt laufen? Nee. Andere killen Nevis, ich töte Pflanzen. Scheint aber nur dort oben was zu sein. Sonst ist hier nirgendwo was. Hm. Schade. Ach so. Ja, jetzt kriege ich ein Laufvieh. Und hier sind auch die. Die hatte ich ja vorher gar nicht gesehen. Boah. Bau sämtliche Erze ab. Das ist natürlich eine schwierige Mission. Ah, mir wird auch angezeigt, was ich machen muss.
Ah, und es sind Gegner hier. Natürlich sind Gegner hier. Für mich werden die Dinger angezeigt. Wartet, ich gucke einfach mal. Nein, es sind Gegner. Zack. Und weg mit dir. Merci. Zack. Ah, für die hätte ich das noch machen müssen, das ist eine große. Oh! Ho, 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 ho. Putz. Bam. Bam. Zack. Und nein. Naja. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Was? Noch einer von denen? Mm. Lass mal gucken, wo die. Na, solange er nur zuguckt. Interessiert mich das nicht. Ja, der letzte öffnet sich bestimmt. Wow! Uff. Auf einmal ist alles dunkel. Ich halte mich lieber von diesem Nebel fern. Ja, nicht nur, dass es dunkel wird, ich habe auch Schaden, glaube ich, bekommen. Alter! Ah, da oben ist das letzte mit Sicherheit. Zack. Herausforderungen bestanden. Kurz hier. Zack. Kann ich da eigentlich durch die Hände irgendwie durch? Zack. Ah, hier sind wieder welche. Schon im Vorfeld. Ich will mich umgucken. Ich will die Tafel nicht mehr angucken. Da sind nur böse Dinge drin, die ich dann machen muss. Zack. Ich bin so. Was? Die respawn? Nein! Nein! Die ganze Arbeit umsonst. Ja, hier muss ich definitiv wieder Gegner töten. Ja. Siehe deinen Gegner ohne die Schwerkraft zu verändern. Ah, deswegen kommen hier die ganze Zeit die Dinger wieder. Ich verstehe. Voll auf die Fresse, Junge. Putz. Er übertreibt halt. Durchstechende Würfe und die Spezialanzeige. Halte Kreis etwa eine Sekunde gedrückt, um mit Energie aus der Spezialanzeige einen durchstechenden Wurf auszuführen. Also, sogar wenn du nichts in deinem Statusfeld festhältst. Objekte in der Nähe werden in den Wirbel hineingezogen und du. Den du werfen kannst, um viel Schaden anzurichten. Entschuldigung. Der Wirbel durchbohrt schwächere Gegner und sucht sich dann weitere Angriffsziele. The nice one. Die Energie der Spezialanzeige füllt sich wieder auf, wenn du Schaden verursachst oder selbst einsteckst. Solange dein Spezialanzeige bis oberhalb der Linie gefüllt ist, kannst du einen durchstechenden Wurf ausführen.
Geil. Sammle einen Spezialstein, um die Energie deiner Spezialanzeige sofort zu füllen. Diese kostbaren Steine können im Kampf den entscheidenden Unterschied machen, als... Also halte stets Ausschau nach ihm. Na, was bist du denn für ein Schnuckibuzi? Ah, also länger gedrückt halten. Dann mache ich mit dem Maß, ja. Ja, was wurde bestanden? Jetzt darf ich die Erde abbauen. Aber gar keine Mütter. Guck ich mal hier oben noch. Ah, hier werden auch noch. Aus irgendeinem wird was rauskommen. Darauf baue ich. Hier ist aber bestimmt auch irgendwo noch ein Lila-Ding, da ich einsammeln kann. Njum. Mach hier erstmal Boxenstopp. Obwohl, nee, das müsst ihr auch so schaffen. Tada! Nee, heilen brauche ich mich eigentlich nicht. Besiege deinen Gegner, aber Vorsicht vor dem Nebel. Oh, da treffe ich bestimmt nicht. War viel zu weit weg. Ja. Und jetzt aber. Schön. Aber was meint die mit Nebel? Denn hier? Ah, cool, ich kann die jetzt nicht aufnehmen, wenn ich full bin. Also war ich eben nicht. War ich eben nicht. Hm. Ja, ja. Hm. Ey, was bist du denn für ein Stucki Putzi? Ah, ein Toter, anscheinend. So, wo? Da. Aua. ging nach hinten los. Ich will mir wieder ein paar. Na? Ich glaube, da kann ich sogar einfach hochlaufen. Ah, hier ist der Nebel. Ah, da oben war das Ding. Deswegen muss ich einfach so und dann wegklatschen. Ich hasse dich. Mach ich dem überhaupt Damage? Hm. Ich bin auf jeden Fall aus der Reichweite, das finde ich schon schön. Ah, nice, das eine Auge ist weg. Tschu-wung. Ah, Moment. Das obere Ziel kann ich noch kaputt machen. Theoretisch könnte ich das obere Ding kaputt machen. Jetzt! Bam! Komm schon, geh wieder zurück. So.
Du Kackviech! Geschafft, würde ich meinen. Herausforderung bestanden. Danke sehr, du Stimme aus dem Jenseits.